Klammer, Postknappe reinstecken. Das ist der Gas. Das war das einzige Mal, wo ich mich in den Kopf gestrichen habe. Das geht nur, wenn ein schöner Urlaub hinter dir ist. Sieht aber gar nicht gut aus. Aber darf ich auch? Ja, ja, genau. So, einmal hier mit. Ja. Ich mache zum Kollegen nach oben. Ja, ja. Tolles Lächeln kam da gerade. Ja. Meine Damen und Herren, Taycan, so heißt er. Und natürlich spiegelt der Name, wie bei allen Porsche-Modellen, den Charakter des Fahrzeugs wider. Die Bezeichnung kommt aus dem orientalischen Sprachraum. Übersetzt bedeutet Taycan lebhaftes, junges Pferd. Unser Hüter am Feuerbacher Weg, den 356, auf seine Alltagstauglichkeit für Jugendliche getestet. 70 Jahre Porsche Sportwagen. Das bedeutet für mich persönlich 39 Turbo, 959 Carrera GT und 918 Hybrid. Also eine Ahnengalerie, die auch für 70 Jahre Exklusivität, Effizienz, Leistung und Fahren in seiner schönsten Diese Leistung feiern wir heute. Dazu gratuliere ich dem Hause Porsche und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich. Und schließe in meine Karte. Meine Damen und Herren, Porsche ist ein Unternehmen, das in seiner Geschichte oft Mut bewiesen hat. Mut speist sich aus zwei Kraftquellen, aus Herkunft und aus der Zukunft. Aus den Erfahrungen gelungener Wagnisse. Oktober erstmals in der Porsche Arena ausrichten werden, den Abschluss unserer Jubiläumsaktivität. Liebe Gäste, Porsche feiert 70 Jahre. Aber ihr, so arbeitet ihr.
Wir tragen unser starkes Erbe in die Zukunft, entwickeln einen Kleiderschrank. Die ersten Prototypen sind auf der Straße und ich kann Ihnen sagen, wer dieses Fahrzeug schon getestet hat, merkt, wie nah wir unserem Ziel inzwischen gekommen sind. Aber etwas Wichtiges fehlt allerdings noch. Damaligen Wohnsitz Zell am See einigermaßen aus der Bundesregierung entwickelt wurde. Es ist der erste Versuch, einen reinen Elektroantrieb. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, es freut uns sehr, dass Sie gekommen sind und dieses besondere Jubiläum mit uns hier im Porsche Museum in Zuffenhausen feiern. Meine Damen und Herren, Taycan, so heißt er. Und natürlich spiegelt der Name, wie bei allen Porsche-Modellen, den Charakter des Fahrzeugs wider. Die Bezeichnung kommt aus dem orientalischen Sprachraum. Übersetzt bedeutet Taycan lebhaftes, junges Pferd. Ja, wir werden im nächsten Jahr mit dem ersten rein elektrischen Fahrzeug von Porsche kommen, unserem ersten Fahrzeug, der sogenannten Mission E. Wir werden dieses Fahrzeug Taycan nennen. Das ist ein junges, wildes Pferd in der Übersetzung aus dem Orientalischen. Und das ist genau das, was dieses Fahrzeug verkörpert. Man kann lange Strecken mit dem Fahrzeug reisen. Es ist aber sehr dynamisch, sehr sportlich. Und das ist das, was Porsche ausmacht. Wir haben uns selbst ein Geschenk zum 70. Geburtstag gemacht. Das ist eine Hommage an die klassischen Speedster. Das ist der neue 911er Speedster. Die Fahrzeuge haben ja eine große Historie. Das Fahrzeug ist ganz eng an den Motorsport angelehnt, wird über 500 PS haben. Wir haben es hier als Konzeptstudie vorgestellt. Und wenn alle Leute so begeistert sind wie jetzt heute bei der Veranstaltung, dann hat das Fahrzeug eine große Chance, gebaut zu werden. Mein Vater Ferry hatte in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts prophezeit, das letzte Auto, das gebaut wird, wird ein Sportwagen sein.